mit einem Sake-Likör mit Yuzu in Kombination mit Gin, Wassermelone und Verjus. Hier geht es darum, wir haben ja davon vorher gesprochen, wie man unterschiedlich einen Drink angehen kann, und hier geht es darum, dass man eine Sake-Likör nimmt und den sozusagen mit der Spirituose auseinander nimmt. Das heißt, dass man den sozusagen öffnet, so wie beim Whisky zum Beispiel, wo man einen Tropfen Wasser reingibt, der sich dann öffnet, die Aromen sich entfalten und dementsprechend dann der Drink sich öffnet, leichter wird und süffiger und ja, und lecker dementsprechend auch. Wir nehmen jetzt von dem Yuzu Sake 4cl. Und vom Rokujin 2cl. Ich sage immer, das Sake ist wie eine Welle. Eine Welle, sagt man, auf denen die anderen Aromen oder die anderen Produkte, wie zum Beispiel Tequila, Gin, Whisky, was wir heute alles noch durchmachen werden, darauf reiten werden. Das heißt, wenn man jetzt einen puren Sake nimmt, reicht manchmal auch nur eine halbe CL und der komplette Drink wird auch nach dem Sake schmecken. Aber hauptsächlich die DNA vom Sake ist sehr präsent. Dadurch, dass man so viele Faktoren hat, wie zum Beispiel Wasser, Reis, Koji-Pilz, ist Sake schon so komplex, dass man die anderen Produkte eigentlich nur minimal dazufügen müsste. Dann nehmen wir Wassermelonensirup und Verjus. Verjus ist die Säure von der Weintraube, einfach um es mal ganz simpel auszudrücken. Und ersetzt in diesem Moment zum Beispiel frisch gepressten Zitronensaft oder Limettensaft. Aber der Sake kommt einfach nochmal besser durch, weil man sozusagen nicht mit der Säure, sag ich mal, den Sake, sag ich mal, abmildert, sondern der Sake hat die Chance, auch nochmal präsenter zu sein. So, der erste Drink, Yuzu Watermelon. Wie gesagt, sozusagen, das ist die DNA des Aufbrechers.